Ja, Hallöchen. Guten Tag. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, was ist das denn? Ja, ich bin gerade hier. Och, das sieht ja auch ganz interessant aus hier mit dem anderen Texture Pack. Ja, ich bin hier gerade in meinem Häuschen auf dem Minecraft-Server von Maxis Games. Und das ist ja hier ein völlig alter Anwärter. Kenne ich gar nicht mehr hier. Wie ist denn das? Ja, mir wurde nämlich gesagt, hey, unser Projekt, die hatten ein Projekt ja gemacht. Und das ist wieder vorbei und wir haben unseren alten Server wieder auferlegt. Guckt doch bitte mal vorbei. Und da habe ich gesagt, na gut, ich habe zwar im Moment eigentlich gerade genug zu tun mit der Uni, aber ich muss ja auch mal drauf gucken. Also gucke ich mir meinen neuen Minecraft-Server an und hier draußen tut sich etwas. Also mein altes Häuschen ist natürlich noch da. Ich denke mal, hier drin wird sich nicht viel verändert haben. Da hängt immer noch alles so, wie es war. Ja, hier sind noch meine ganzen Utensilien von allen möglichen. Das hier müssen wir echt mal ein bisschen verschönern. Mache ich einfach mal mit ein bisschen Wolle. Wo habe ich eigentlich so viel Wolle her? Wo habe ich die denn hergeholt? Weiß ich gar nicht mehr. Was wollte ich überhaupt mit der Wolle? Aber sieht ganz gut aus mit der Wolle, ne? Glaube ich. Würde ich so vermuten. Ja, hier oben. Ach, die Bilder, genau. Hier haben wir noch die Fenster. Ja, das kommt mir bekannt vor. Und hier unsere Konstruktion, die nicht funktioniert hat. Ist also noch alles da. Ja, wunderbar. Das ist also unser Häuschen hier, ne? Kennt ihr ja hoffentlich noch, falls ihr geguckt habt, die ersten 5 Folgen. Es ist, ja, nicht so viel passiert. Das ist natürlich auch. Jetzt stehe ich an der Wand irgendwo. Ja, ja, genau. Also hier außen hat sich anscheinend ein bisschen was verändert. Wenn wir es so richtig sehen, tut sich da ein wenig Stein auf. Keine Ahnung, wo der jetzt hergekommen ist, der ganze Stein. Werden wir uns mal angucken. Ich gehe mal einfach raus. Halt, wir gucken hier mal kurz in den Keller runter. Ah, unsere tolle gelbe Wolle. Und hier sieht es aber auch. Ja, so sah es vorher auch aus. Okay, gut. Kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Ich werde irgendwann in die Farmwelt wieder rübergehen. Dann wahrscheinlich, wenn ich hier weitermache. Ach, ist das nicht schön ruhig. So, hier haben wir. Ich glaube, das ist auch alles von uns. Das weiß ich jetzt gar nicht. Hier ohne Texture Pack ist ungewohnt. Aber eigentlich spiele ich ja normalerweise auch immer ohne, weil ich muss sagen, das Zelda Texture Pack ist schön, aber so mit. Ja. Mit dem normalen hat es nochmal ein bisschen mehr. Es ist irgendwie uriger. Ja, hier sehen wir, hier sind Steine. Ein Steinweg wurde hier gepflastert oder allgemein ganz viele Steine hier. Es wurde hier ein Keller abgehoben. Das ist mein Baukeller. Ah ja, genau. Wir treten auf eigene Gefahr. Die Creeper warten auf dich. Ja, danke, 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 danke. Ich hoffe, die warten nicht auf meine Musikanlage. Das wäre ein bisschen blöd. Hier geht es also runter zu den Dungeons. Ach mein Gott, habe ich direkt eine Anbindung zu den Dungeons anscheinend. Ach, ich muss mein Handy mal auf stumm schalten oder zumindest irgendwie wegpacken. Scheint mir so. So, hier geht es zu den Dungeons runter. Da gucken wir mal. Da habe ich keine Ahnung. Was erwartet uns hier jetzt? Moin, Herr von Elkrip. Sie betreten den Bahnhof von einem gefährlichen Dungeon. Achtung. Okay. Gut, hier rechts ist nichts. Hier links ist der gefährliche Dungeon. Das hört sich auch schon sehr interessant an, nach irgendwelchen Spinnen. Na, herrlich. Mal sehen, ob ich mich da. Soll ich mich da jetzt schon so reinwagen? Ja. Aber das ist cool. Hier fahren ein paar Loren im Kreis. Ja, sehr nett. Die wollen doch bestimmt, dass ich hier jetzt reinlaufe und gleich drauf gehe. Ja, bevor wir das machen. Ach komm, was soll's. Mach mal, falsche Richtung. Gehen wir da einfach mal runter, gucken wir uns das mal an. Ich werde da mal gucken. Hier kommen wir dann wieder zurück nach Hause. Ansonsten ist hier auch nicht viel. Wagen wir uns in den Dungeon. Wir sind natürlich wahnsinnig gut ausgerüstet. Ich glaube, die Creeper machen hier keinen Schaden. War so, ne? Ach, dahin ist eine kleine blaue Spinne. Hier, euch mache ich mal ganz entspannt kaputt. Wie war es mit. Ich packe ja mal meine Fackel hin. So gemein bin ich, ne? Ah, hier haben sie also ganz viele Spinnenspawner. Das ist natürlich ganz nett. Ansonsten auch cool. Ein kleiner Minenschacht hier. Das ist natürlich echt geil. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war der schon von Natur aus hier. Den haben sie nur noch ein bisschen aufgewertet. Dann mit der Lore hier ein paar Schienen hingebastelt. Ja, ist doch nett. Haben sie unter meinem Haus einen kleinen Dungeon gemacht? Oder ihn einfach verbunden mit meinem Haus? Das kann auch sein. Ja, also der Jan und der Maxi haben anscheinend hier gute Arbeit geleistet.
Und wollen mir anscheinend damit sagen, dass sie mich gerne öfter auf ihrem Server begrüßen würden wieder. Ich werde mal gucken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen öfter wieder vorbeikomme und was mache. Wäre ja ganz angebracht. Ja, wenn ich dann dazu komme, sind natürlich dann neben den Siedlerprojekten jetzt. Und wenn dann noch ein Projekt kommt, was vielleicht in der Schwebe, was noch in der Schwebe ist, dann wird es ja nochmal mehr. Aber ich gucke mal. Hier sehen wir anscheinend einen Swimmingpool. Ich würde mal sagen, es ist ein Swimmingpool. Auf jeden Fall kann ich hier runtertauchen. Yay! Cool. Haben sie auch aus dem Boden gestampft. Sehr schön. Das heißt, hier kann man auch ein bisschen baden, wenn man Lust hat. Und hier der Weg. Ist der neu? Den kenne ich noch nicht. Ja, den kenne ich noch nicht. Der ist glaube ich, wohl auch neu gemacht. Ja, das heißt, mein Häuschen ist... das sieht aber auch monströs aus. Ja, aber hat irgendwie was. Hat was. Muss ich sagen, hat irgendwie was. Das sieht ja auch monströs aus da von dieser Seite. Aber warum nicht? No, ist ja gar nicht so schlecht. So, wir werden uns mal hier ein bisschen Weizen machen. So. Da muss ich mal hier gucken, dass ich hier ein bisschen Weizen finde. So, dann können wir uns ein paar Brote machen. Da muss ich nicht immer das ganze Fleisch essen. Jetzt haben wir nämlich genau so viel, dass wir uns mit einem Brötchen hochheilen können. Also haben sie sehr schön draußen gewerkelt. Sie haben gemeint, ja, ich soll doch mal bitte, ob ich nicht nochmal drauf gucken möchte. Und natürlich mache ich das. Ich habe es ja auch irgendwie vermisst, so ein bisschen Minecraften. Und ja, deshalb bin ich jetzt auch mal wieder da, auch wenn ich, wie gesagt, eigentlich auch genug erstmal damit zu tun habe, mit der Uni wieder klarzukommen. Aber man kann ja nicht aus seiner Haut raus. Wenn man zockt, dann zockt man halt. Ist ja nun mal so. So, was sagt mein Keller? Mein Keller, da hat sich anscheinend auch nicht viel verändert. Hier, das Gold liegt hier noch rum und hier das Eisen liegt hier noch rum. Und ja, ich muss die Räume irgendwann nochmal ein bisschen weiter ausheben. Die habe ich jetzt, die sind halt noch ein bisschen klein. Ich meine, wenn hier ein großer Vorratskeller sein soll, der hier so mit einem kleinen quasi Dungeon angebunden ist, dann muss ich da noch ein bisschen was tun. Das hier ist eigentlich in die Richtung, ist das eigentlich schon gut. Ist eigentlich schon viel zu weit, glaube ich. Das ist, die anderen haben, die haben bestimmt nicht so große Keller wie ich hier. Das ist ja, das zieht sich ja bis ins Unendliche hier. Das ist glaube ich, ich habe das ein bisschen übertrieben mit dem Keller hier. Aber was soll's, ich brauchte ja auch Steine. Nee, ich gehe dann mal in die Farmwelt irgendwann. Vielleicht machen wir es heute noch. Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich nur eine kurze Folge machen. Ich wollte nämlich grob erklären, wie ich das jetzt machen möchte. Ich bin falsch abgebogen. Ich werde ja mit Minecraft jetzt gucken. Da wird nicht oft was kommen, denke ich. Da werde ich immer so ab und zu mal, wenn ich gerade die Zeit finde, werde ich hier kurz mal raufgucken. Und auch je nachdem, was sich so sonst noch, wer sich so sonst noch rumtreibt, was hier noch so ist, werde ich mich hier mal drauf blicken lassen. Werde ein wenig was machen und... Ja, das läuft so ganz gemütlich nebenher. Ist ja auch eher ein Projekt, was ich sage mal, ja, viele Leute machen, wie das kennt man ja sowieso. Das heißt, das ist so ein ganz gemütliches, wo ich dann ganz entspannt einfach meine Sachen mache und ein bisschen bastel und euch was erzähle. Auch zu Maxus Games, weil da kenne ich mich ja durch den Clan in Clash of Clans, wo ich ja bin, kann ich auch ein bisschen was erzählen, was die so im Moment veranstalten. Und natürlich, weil ich deren Videos gucke. Haha, also guckt auch die Videos bitte immer schön von Maxis Games. Ja, ich muss aber sagen, das hier ist ein bisschen monoton, ne? Nur rote Blumen. Ach Leute, da geht doch noch mehr. Gucke mal, warte mal. Ich hab doch hier noch was. Ich hab da doch noch was. Wo ist er denn? Hier, guck mal, eine blaue Orchidee. Komm, die setzen wir da mal mit zwischen. Dann sieht das doch gleich ein bisschen schöner aus. Ich mache hier so eine in die Mitte. Und dann hier so eine in die Mitte. Und wo noch? Ja, doch, komm. Hier packen wir auch noch eine einfach mal rein. Hier. Zack. Haha. Ah, sieht so ein bisschen bunter aus, ne? Haben wir das Ganze mal ein bisschen verändert. Ja, oder gehen wir einfach mal kurz in die Farmwelt. Ich meine, viel zu verlieren haben wir nicht. Ich wüsste zwar nicht, was ich jetzt gerade brauche, weil eigentlich müsste ich mit der Klinge weiterarbeiten. Oder mein anderes Projekt anfangen, was noch eine Weile dauern kann. Ein Bastelprojekt, was ich wahrscheinlich nicht fertigstellen werde. Insofern möchte ich das eigentlich auch ungern jetzt anfangen. Das wird nämlich ziemlich riesig und dafür habe ich definitiv nicht die Zeit und die Muße, das jetzt während des Studiums zu machen.
da ich sowieso ja noch so viele andere Sachen auch noch spiele. Und ich muss sagen, Minecraft momentan nicht zu meinen Privatgames zählt, die ich dann so spiele, weil ist halt, ja, recht Singleplayer im Moment, ne? Ist viel im Singleplayer. Ich weiß nicht, was mit den anderen Leuten ist, die auf dem Server rumlaufen, die das ein oder andere machen. Ich weiß noch nicht mal, wo der Maxi und wo der Jan sein Haus haben. Ich weiß es nicht. Ich suche hier nur die Waffenkammer. Wenn ich wüsste, wo das Haus von denen ist, dann könnte ich dir nämlich ein kleines Dankeschön-Schild anhängen. Weiß ich aber leider nicht, wo das ist. Aber was ich weiß, ist, dass wir hier jetzt hoffentlich Wasser holen können. Wenn das klappt. Die haben da irgendwas eingebaut, ne? Irgendwas haben sie da gemacht. Dass das nicht funktioniert. Ah, vielleicht weil ich in der Nähe vom Spawn bin. Oh, das kann sein. Vielleicht liegt es daran. Da bin ich ja letztes Mal gar nicht drauf gekommen. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg. So, vielleicht geht's ja hier. Oh, ein Ei. Hier geht's auch noch nicht. Das ist alles protected hier. Okay, dann muss ich mal einen anderen See suchen. Vielleicht funktioniert es dann. Den hier hinten, der ist auch bestimmt nicht protected, oder? Der ist garantiert protected. Sieht aber sehr schön aus hier. Mal gucken. Nee, der ist nicht protected. Haha. Okay, gut. Daran lag es also. Na, super. Haben wir jetzt ein bisschen Wasser. Und ich wollte irgendwo ja mein Zuckerrohr anbauen, ne? Das ich allerdings auch gar nicht dabei habe. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich das Wasser hinmachen wollte. Ich wollte mir, glaube ich, hier hinten hinterm Garten wollte ich mir irgendwie ein bisschen was basteln, glaube ich, ne? War es so? War es so? Sagt es mir, bitte. Wo ist mein Zuckerrohr? Verdammt. Zuckerrohr? Gibt's nicht. Wo ist denn mein Zuckerrohr? Ich hatte doch welches. Ach, so ein Ärger. Jetzt ist toll. Jetzt habe ich das Wasser und jetzt habe ich nicht mehr den Platz fürs Zuckerrohr. Beziehungsweise das Zuckerrohr an sich nicht mehr. Na, was soll's. Hier schön die Lava. Damit können wir dann uns verheizen. Ja, später irgendwann mal. Hier, wir machen da noch ein bisschen Erde drumrum. Das sieht dann schöner aus. Also, ich mache im Moment hier nicht wirklich was Effektives. Ich dussel hier gerade ein bisschen rum. Ist ein bisschen blöd. Weiß ich nicht. Könnte ich eigentlich ein bisschen was anderes noch machen? Aber mache ich jetzt nicht. Weil jetzt ist eigentlich wollte ich die von der Aufnahme eh nicht so lang halten. Hier draußen hängt auch ein Bild. Wieso hängt hier draußen ein Bild? Habe ich das da hingehängt? Wahrscheinlich, ne? Vermutlich. Würde ich mal so sagen. Denke ich mal. Aber das hier ist ja. Das muss ich dann noch verändern hier. Mit dieser Stufe. Das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus, Freunde. So nicht. Dann verändern wir das lieber. Ungemein. So. Zack, 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 zack. So. Zack. Nein. So. Dann lieber so. Sieht besser aus, ne? Oder die noch davor. Da müsste ich da eigentlich überall davor packen. Nee, nee, nee. Das ist schon so okay. Das muss schon so sein. Passt schon. Und den kann ich eigentlich auch wegnehmen. Oh. Oder auch nicht. Okay. Dann nicht. Dann lassen wir den da mal. So. Hier muss aber noch ausgeleuchtet werden auf jeden Fall. Bevor hier irgendwas spawnt. Und dann würde ich aber sagen, beende ich mal diese eine Folge. Ich weiß noch nicht, wann ich die bringe, aber die wird wahrscheinlich irgendwie zwischendrin kommen. So an einem der Tage. Ihr werdet es ja merken. Und ich werde mal sehen, wann ich da die nächste Aufnahme mache. Denn ich muss mir überlegen, was ich denn machen will. Ich denke, Minecraft sollte ich so ein bisschen organisierter angehen. Denn ansonsten wird das nichts. Hier ist noch ein Holzstamm. Aber so Sachen wie Minentouren, die kann man eigentlich immer ganz gut machen. Die könnte ich. Das kann man immer verbinden, weil sowas ist immer ganz lustig. Naja, mal sehen. Ich gehe wieder zurück ins Häuschen und werde jetzt ausschalten und sage euch einmal auf Wiedersehen und Dankeschön und wie auch immer. Wir sehen uns. Macht es gut. Tschüss, tschüss.